Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Immer wieder stand der Geschichtsunterricht in unseren Schulen in den vergangenen Jahren in der Kritik. So sprach der Vorsitzende des Deutschen Historikerverbandes Martin Schulze-Wessel von einem beklagenswerten Zustand dieses Fachs. Heinz-Peter Meidinger, Bundesvorsitzender des Philologenverbandes und seit kurzem auch Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, stellte fest, Schüler seien kaum noch in der Lage, die Zusammenhänge zwischen früher und heute zu verstehen. Die Welt konstatierte gar einen fatalen Niedergang des Faches. Vor diesem Hintergrund warnte unser kulturpolitischer Sprecher Martin Louis Schmidt im September 2016 in einer Pressemitteilung vor einer weiteren Entwertung des Geschichtsunterrichts. Wörtlich hieß es dort: Deshalb schrillen bei mir die Alarmglocken, wenn so mancher Bildungsreformer die Einschätzung vertritt, Geschichte ließe sich künftig auch in einem Fächerverbund mit Geografie und Politik unterrichten. Dabei bezog er sich auf die Gymnasien, denn in den integrierten Gesamtschulen und einem Teil der Realschulen ist die Zusammenlegung von Geschichte, Erdkunde und Sozialkunde in Rheinland-Pfalz längst Realität. Nicht nur wir sehen das sehr kritisch. Als Gast des Schülerlandtags im Mai 2017 habe ich mit großem Interesse dessen Debatte über dieses Thema verfolgt. In Ihrem Antrag Stärkung der politischen Bildung durch die Wiedereinführung eines differenzierten Fachunterrichts brachten die Jungen und Mädchen der Klasse 10b DGIGS Kastelaun das Problem sehr gut auf den Punkt. Ich zitiere: Durch die Zusammenführung von Erdkunde, Sozialkunde und Geschichte zu einem Unterrichtsfach werden die Schüler unnötig verwirrt. So wird beispielsweise Kolumbus in direkter Nähe zur Abholzung des Regenwaldes thematisiert, als ob es hierbei einen direkten Zusammenhang gäbe. Auch die Problematik des durch die Zusammenlegung induzierten fachfremden Unterrichts führten die Gesamtschüler kritisch an. Zitat: Wird Gesellschaftslehre beispielsweise von einem Geschichtslehrer unterrichtet, so wird fast ausschließlich Geschichte behandelt. Und Sozialkunde sowie Erdkunde werden vernachlässigt. Der mehr oder weniger fachfremd erteilte Unterricht hat weitreichende Folgen für die weitere Schullaufbahn. Die betroffenen Schüler weisen nämlich enorme Wissenslücken auf und leiden somit unter Gesellschaftslehre bis zum Abitur. Es reicht nicht aus, die Lehrer durch eintägige Fortbildungen auf den Unterricht in Gesellschaftslehre vorzubereiten, denn eine Fortbildung kann kein langjähriges Studium ersetzen. Soweit der Schülerlandtag. Diese Aussagen, meine Damen und Herren, sind ein Armutszeugnis für die Bildungspolitik in Rheinland-Pfalz. Schüler beklagen Wissenslücken und Kompetenzdefizite ihrer Lehrer. Was für eine verkehrte Welt! Sollte es nicht so sein, dass der Lehrer die Schüler motiviert, dass er sie durch seine souveräne Beherrschung seines Fachs dafür begeistert und dass das Bildungsministerium die entsprechenden Rahmenbedingungen dafür schafft? Hier ist es fatalerweise genau umgekehrt. An den Gesamtschulen in Rheinland-Pfalz wollen die Schüler mehr wissen, aber die verantwortliche Bildungspolitik verhindert das. Bei uns stößt die Kritik des Schülerlandtags auf offene Ohren. Sie tut dies deshalb, weil wir nicht ideologisch denken, sondern pragmatisch. Und wenn sich etwas nicht bewährt hat, dann muss es eben geändert werden. Wie SPD und Grüne mit solch konstruktiven Vorschlägen umgehen, zeigte sich in den Stellungnahmen im Bildungsausschuss am 8. Juni. Herr Köbler von den Grünen stellte fest, die Forderungen des Schülerlandtags seien in der Theorie gut, in der Praxis aber ein Problem. Wir dagegen sagen, was beim Gymnasium möglich ist, muss auch bei den Gesamtschulen machbar sein. Ministerin Hubisch sprach von Tücken im Detail und belehrte die Schüler, Demokratie sei nicht so einfach, wie man vielleicht meinen könnte. Das, verehrte Frau Ministerin, zeugt nicht nur von einem geringen Vertrauen in die Einsichts- und Kritikfähigkeit junger Menschen, das ist auch eine Anti-Werbung für die Demokratie. Denn wenn eine politische Mehrheitsentscheidung die Zusammenlegung von Fächern ermöglicht hat, dann ist auf dem gleichen Weg natürlich auch die Wiedereinführung eines differenzierten Fachunterrichts durchsetzbar. So funktioniert nun mal Demokratie. Und ich frage mich, wie Sie Schüler für eine Mitwirkung an demokratischen Prozessen motivieren wollen, wenn Sie deren fundiert vorgetragene und sinnvolle Forderung mit fadenscheinigen Argumenten beiseite wischen. Die FDP-Abgeordnete Lersch berichtete von ihren persönlichen Bemühungen, das Fach Sozialkunde zu stärken und eine Trennung der Fächer zu erreichen. Dafür verdient sie unseren Respekt. Ob sie sich mit dieser Position in ihrer eigenen Fraktion durchsetzen konnte, werden wir gleich hören.
Mit Ihren Stimmen, liebe Kollegen von der FDP, könnte es jedenfalls gelingen, zumindest einen bildungspolitischen Irrweg der rot-grün geführten Landesregierung zu beenden und das Fach Gesellschaftslehre und demnächst vielleicht auch die unsägliche Anlauttabelle, von der sich andere Bundesländer gerade verabschieden, aus dem Verkehr zu ziehen. Meine Damen und Herren, für uns als AfD ist es eine Herzensangelegenheit, dass sich junge Menschen mit unserem Land und unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung identifizieren. Das können sie aber nur, wenn sie über ein ausreichendes Maß an Wissen, vor allem in Geschichte und Sozialkunde, verfügen. Herr Haller, Sie haben offensichtlich in diesen Fächern nicht so besonders gut aufgepasst. Auch unsere Gesamtschüler sollten die Möglichkeit haben, dieses Wissen zu erwerben. Wir bitten Sie daher um Zustimmung zu unserem Antrag und damit auch zum Beschluss des rheinland-pfälzischen Schülerparlaments. Vielen Dank.